Ihr wollt mit dem Wohnmobil auch auf einem Strand stehen? Dann solltet ihr euch diesen Platz auf eure Merkliste schreiben. Die Wohnmobilstellplätze Oase Rømø befinden sich, wie der Name schon sagt, auf der dänischen Insel Rømø, im Südwesten von Dänemark. Das Festland und die Insel sind mit einem etwa 10 Kilometer langen Damm verbunden. Die Insel ist nicht groß, aber vor allem für seine kilometerlangen Strände, die ihr mit eurem Fahrzeug befahren könnt, bekannt. Auch wenn die Strände zum Wildcampen einladen, so ist dies dänemarkweit streng untersagt. Ihr könnt euch den ganzen Tag am Strand aufhalten, allerdings müsst ihr zu übernachten vom Strand runter und da kommen die Wohnmobilstellplätze der Oase Rømø ins Spiel. Die Wohnmobiloasen bestehen aus insgesamt 3 Stellplätzen, die alle ganz dicht aneinander sind. Die erste Oase ist direkt bei Einfahrt in die Straße, die euch zu den Oasen führt. Auch hier befindet sich ein künstlich angelegter See und darum die einzelnen Stellplätze. Dieses haben wir allerdings nicht weiter gefilmt und sind weiter zu den großen Stellplätzen 2 und 3 gefahren. Um euch einen Stellplatz auszusuchen, fahrt ihr am besten auf den Stellplatz und schaut, bei welchen Stellplätzen die Zahl noch auf grün gestellt ist. Als wir einen passenden Platz gefunden haben, sind wir mit dem Wohnmobil auf den Stellplatz gefahren und dann zum Fuß zum Zahlautomaten gegangen. Der Zahlautomat befindet sich am ersten Haus bei der Einfahrt. Am Zahlautomaten wählt ihr dann den Stellplatz aus und die Aufenthaltsdauer. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos und bequem per Karte. Es werden verschiedene Karten wie auch Giro- und Kreditkarten akzeptiert. Nach dem Zahlvorgang bekommt ihr eine Karte, auf die auch Pfand erhoben wird. Die Karte dient sowohl als Türöffner für die Sanitäranlagen wie auch als Zahlkarte. Um zum Beispiel euren Hund zu waschen oder Geschirr abzuspülen, müsst ihr einfach die Karte vor das Kartenlesegerät halten. Wenn ihr wieder abreisen wollt, müsst ihr die Karte einfach wieder in den Zahlautomat stecken und es wird verrechnet, was ihr genutzt habt und wie viel noch auf der Karte drauf ist. Anschließend müsst ihr am Stellplatz die Nummer auf Rot drehen, damit andere Camper sehen, dass euer Stellplatz belegt ist. Ob ein Stellplatz belegt ist, könnt ihr nicht nur an der Farbe, sondern auch am Zahlautomat sehen, denn hier werden die Stellplätze als belegt vermerkt. Die einzelnen Stellplätze sind großzügig gestaltet und es finden auch große Reisemobile einen Platz. Das Fahrzeug wird auf Schotter geparkt. Und eure Stühle könnt ihr auf der jeweiligen Rasenfläche stellen. Jeder Stellplatz verfügt über einen Stromanschluss. Auch diesen könnt ihr wieder über die Karte aktivieren. Der Anschluss ist direkt am Stellplatz. Auf der großen Oase befinden sich 3 Fähr- und Entsorgungsstationen, die alle gut zu erreichen sind. Über einen Bodeneinlass könnt ihr euer Grauwasser ablassen. Frischwasser könnt ihr gegen Gebühr auffüllen. Hierfür benötigt ihr wieder eure Gästekarte. Die Entsorgung der Chemietoilette ist kostenlos. Diese Stationen befinden sich ebenfalls dort.
Hunde sind auf dem Platz willkommen. Beachtet allerdings, dass diese nicht in den See dürfen. Die einzelnen Fahrzeuge werden versetzt platziert, sodass jeder von seinem Platz aus eine Sicht auf den See hat. Ihr könnt euch keinen Stellplatz reservieren. Wir finden es aber gut, dass es die Möglichkeit gibt, den Stellplatz auf Rot zu stellen. So habt ihr die Möglichkeit, am Tag an den Strand zu fahren, was auch wir gemacht haben. Wie oft muss man an anderen Plätzen Angst haben, dass einem der Stellplatz weggenommen wird, wenn man nur mal eben zur Versorgungsstation fährt? Musik.